Was hast du gemacht, Philipp? Das Richtige. Das Richtige. Dr. Allwissend hat eine falsche Entscheidung getroffen. Was fällt Ihnen ein, die Operation meiner Patientin abzusagen? Das geht so nicht weiter, Philipp. Du machst alles kaputt. Alles. Sie kriegen Ihr Kind erst wieder, wenn meine Tochter operiert worden ist und keine Polizei. Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen! Max! Bitte bleiben Sie stehen! Max! Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Rennsportfreunde, willkommen bei fantastischem Rennwetter. Begrüßen wir Sie herzlich hier im Scheibenholz auf der Galopprennbahn Leipzig zum größten Rennereignis des Jahres, großen Galoppderby, den Preis der Sachsenklinik. Guck mal, da ist Papa. Oskar, er sieht uns nicht. So, das war's. Da sehe ich dich also heute zum letzten Mal als einfache Rennreiterin Daniela Seibel. Falk, beschrei's nicht. Hey. Du hast 49 Rennen ganz souverän gewonnen. Was soll denn da beim 50. schiefgehen? Swallow ist hypernervös. Falk, bitte. Mein Vater kann jeden Moment kommen. Falk. Guten Tag, Dr. Brentano. Philipp, hallo. Hallo. Hallo, Familie Heimann. Also. Komm, wir gehen jetzt malen. Ihr könnt aufsteigen. Okay. Oh, Max, du bist ja ein Prachtbursche. Ja. Sehr süß. So, ich helfe dann unseren jetzt mal auf die Gäule. Als ich vor ein paar Jahren hier Arzt vom Dienst war, auch ein Bombenwetter. Zum Glück hatten wir keinen Reitunfall. Dafür jede Menge Herz-Kreislauf-Attacken und ein paar Schnapsleichen. Ist was? Nö. Sie haben meinen Artikel für das Medizinjournal abgelehnt. Ich habe drunter geschrieben, noch mal überarbeiten. Aber die Fallbeispiele, die ich zitiere, stützen meine Schlussfolgerung. Lassen Sie uns das morgen in Ruhe in der Klinik durchgehen. Papa! Aber der Artikel von Dr. Arendt erscheint, ja? Wollen Sie dieses Konkurrenzdenken nicht mal endgültig begraben? Sie stehen nicht in einem Publikationswettbewerb. Wir reden morgen darüber. Pia, ich bin dann auf der Tribüne. Diese Geheimnistuerei ist doch totaler Mist. Warum sagen wir es ihm nicht einfach? Nicht vor dem Rennen. Er ahnt es doch eh schon. Ja, und er ist absolut nicht begeistert. Er macht sich halt Sorgen, dass ich vielleicht nicht mehr so ganz bei der Sache bin. Für ihn gibt es nur meine Zukunft und meine Karriere. Ja, und für dich? Mach mal die Augen zu. Ich hab was für dich. So, der Platz ist frei für das Aufwärmtraining. Aber schön locker durchlaufen, ja? Nichts erzwingen. Swallow ist jetzt schon so nervös. Ich habe noch mal nach dem Beschlag gesehen. Was soll sich denn von gestern auf heute geändert haben? Wir haben nach wie vor hartes Geläuf. Also ich gehe dann mal. Wenn noch was ist. Nichts, wofür wir einen Hufschmied brauchen. An diesem Rennen hängt der Titeljockey und mit dem geht die Türen im Galoppzirkus für dich auf. Ja? Nur das zählt. Ich meine, ihr seid beide in Topform. Swallow liegt die Strecke. Du musst das Rennen heute reinbringen, ja? Ach und Daniela, lass die Finger von Falk. Auf den ist kein Verlass. Ja, wo laufen Sie denn? Sie? Stocken Sie etwa den Etat der Klinik mit Pferdewetten auf? Ich spiele grundsätzlich nicht mit Geld. Ich hasse Pferde. Also ehrlich gesagt, habe ich Angst vor ihnen, große Angst. Mhm. Und um diese Phobie zu bekämpfen, sind Sie hier? Nein, nein. Unsere Klinik ist dieses Jahr die Schirmherrin des Derbys. Das Preisgeld geht an eine Kinderkrebsstiftung und Professor Simoni soll die Siegerehrung vornehmen, aber er ist nicht da. Ja, bis zum Start ist ja noch ein bisschen Zeit. Und was machen Sie?
Ach, ist der Rasen schön grün. Huch, da ist ja unser oberster Dienstherr, der Gesundheitsdezernent. Frau Maikoff. Herr Strauber, sehr schön, Sie zu sehen. Ebenfalls, Dr. Kaminski. Verehrung? Ja, genau das richtige Wetter für einen Renntag. Wunderbares Geläuf. Sie sind also auch Fachmann für Pferde. Ich liebe Pferde. Ja, ich besitze sogar eins. Ach. Cyrano läuft heute im Hauptrennen. Geheimtipp auf Sieg. Wollen Sie mal sehen? Aber gern. Nicht wahr, Frau Marquardt? Sie ist eine Pferdenärrin. Ach, das können wir ja gemeinsam aushalten. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Cyrano. Seitdem es darum geht, dass ich Oberarzt werden soll, kann ich ihm gar nichts mehr recht machen. Und seitdem du weißt, dass du Oberarzt werden sollst, bist du gar nicht mehr bei uns. Oskar hat dir zugewinkt. Das ist schon mein zweiter Anlauf auf den Posten. Ich weiß, aber du siehst das alles so verbissen. Es schien alles so sicher. Da kommt dieser Arendt aus heiterem Himmel und bringt alles durcheinander, nur weil er auch scharf auf den Oberarzt ist. Glaubst du wirklich, Dr. Heimann wird deine Berufung an einem einzigen Artikel festmachen? Ja. Fieber? Nur ein bisschen warm. Wie gestern. Da war nach einer Stunde auch wieder alles gut. Leicht erhöhte Temperatur. Vielleicht nur die Sonne. Oder er fiebert mit seinem Papa dem Oberarzt entgegen. Ruhig, Swallow. So ist fein. Fein, Swallow. Daniela! Falk, bitte, ich will jetzt wirklich nicht noch mehr Stress mit meinem Vater. Ich hab was für dich. Ist auch nicht aus meiner Schmiede. Du bist verrückt. Das soll dir Glück bringen. Daniela! Daniela! Stopp, Swallow! Stopp! Steh, Swallow! Swallow, steh! Brrr! Daniela! Bleib liegen, ich hol einen Arzt. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Und du sagst auch meinem Vater nichts. Swallow, Falk, bitte. Swallow. Ist gut. Du kannst ja nichts dafür. Ich hab nicht aufgepasst. Ich muss rüber. Hallo, Regina. Kommen Sie doch mal. Kommen Sie vor. Ja, wo bleiben Sie denn, Frau Marquardt? Gleich werde ich Augenzeuge Ihrer großen Pferdeleidenschaft. Das ist er. Aha. Cyrano. Cyrano. Ja, ist in Topform. Ha? Ja. Tja, dann wünschen Sie ihm mal Glück, dass er Ihren großen Preis holt. Gehen Sie ran, Frau Marquardt. Der beißt nicht. Ja. Viel Glück. Mein Temperament, was? Ach, sieht man ihn gar nicht an. Tja. Daniela, geht's dir besser? Ich hab sie gefunden. Hey. Du kannst doch so nicht reiten. Ich muss. Dieses Derby ist die wichtigste Zuchtprüfung für Swallow. Da dürfen nur Dreijährige an den Start. Im Herbst ist er nicht mehr zugelassen. Das wäre eine Katastrophe für unseren Stall. Holst du mir die Pferdesalbe? Was? Hilft gegen alles außer Schnupfen. Okay. Oben im rechten Fach. Hast du sie? Ich muss zum Wiegen. Daniela, bist du schwanger? Seit wann weißt du's? Seit gestern. Oh Mann. Und warum hast du mir nichts gesagt? Ich wollte es dir nach dem Rennen sagen. Aber da kannst du doch erst recht nicht reiten. Oder willst du das Kind nicht? Ich muss darüber nachdenken. Das bringt alles durcheinander, die Pläne für die Rennsaison, mein ganzes Leben, alles. Verstehe. Nein, tust du nicht. Ich kann das jetzt im Moment nicht entscheiden. Aber du hast dich entschieden zu reiten. Meine Mutter ist doch auch geritten bis zum dritten Monat. Und hat es mir geschadet? Ja. Das ist der Wettschein. Und hier musst du ankreuzen. Aha. Oh, passen Sie doch auf. Entschuldigung. Oh, Dr. Kaminski. Dr. Kaminski. Verehrung, die Damen. Bezaubernder Hut, Frau Gauss. Damit könnten Sie sogar beim Rennen in Ascot reüssieren. Hast du das gehört, Barbara?
reüssieren und nicht, das sieht etwas albern aus. Na, meinetwegen, aber deine Wette ist albern. 237. Niemals. Seit wann hast denn du Ahnung davon? Ich war früher oft beim Pferderennen und außerdem habe ich im Internet nachgesehen. Da muss ich Frau Grigolat recht geben, Frau Gauss. Swallow mit Nummer 1 ist der absolute Favorit. Alle anderen kommen unter ferner Liefen rein. Da hörst du es. 237. Also in der Klinik würde ich eventuell Ihrem Rat folgen. Aber hier, danke. Großer Einlauf 152. Nein. Also, du kannst ja viel bestimmen, Charlotte, aber meine Wetten nicht. Oh. Oh. Ich dachte, das Monstrum ist einmalig. Das habe ich gehört, Barbara. Was ist denn? Ingrid. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Charlotte, ist doch bloß ein Hut. Bloß ein Hut? Wo bleibst du denn? Sie warten beim Wiegen auf dich. Was ist denn passiert? Nichts. Wallo hat mich beim Aufwärmen umgerissen. Lass mal sehen. Es geht schon. Alles gut. Bist du sicher, dass... Mach dir keine Sorgen, Papa, es geht schon. Schmerz, geh weiter. Lieber tot als zweiter. Genau. Na los. Die Jockeys sind gewogen, die Pferde sind gesattelt. Damit dauert es nicht mehr lang und wir kommen zum ersten großen Rennen des heutigen Tages hier im Scheibenkreuz. Du liegst mit deinem Startplatz schon sehr gut innen. Du musst nur aufpassen, dass du in der ersten Kurve nicht eingekeilt wirst. Und auf der Gegengeraden... Versuche ich ohne Druck an die Spitze zu gehen. Genau, du machst das schon. Deine Mama wäre stolz auf dich. Oh, reiß dich zusammen, Daniela. Und immer schön hoch raus aus dem Sattel. Egal, wie weh es tut. Also ein Beinbruch, meine Kleine. Kommen Sie mit? Ich bleibe lieber hier. Marc scheint doch richtiges Fieber zu bekommen. Ach, vielleicht nur der ganze Trubel und die Sonne? Soll ich Ihrem Mann Bescheid sagen? Nein, nicht nötig. Bis später. Ich komm, kommt ihr? Auf wen? Du wirst doch nicht krank werden, Max. Hallo? Ihr Sohn hat Durst. Mit der Startnummer 5 präsentiert sich Ihnen Brigitte, geritten von Thomas Böttcher. Ah. Oh. Mit der 3 das Pferd Zitschig. Charlotte, soll ich den jetzt etwa den ganzen Tag rumschleppen? Na, denkst du, ich setze den nochmal auf? Wallo, geritten von Daniela Seibel. Damit komme ich mir vor wie Eliza Doolittle beim Pferderennen. Lauf, du war, lauf, sonst streue ich dir Pfeffer in den Arsch. Du machst dich über mich lustig. Nein, über den Hut, Charlotte. Nur weil er dir nicht steht. Der 6 Cyrano, geritten von Regina Walter. Ist doch ein schöner Aufgalopp. Sieht gut aus, Cyrano. Wenn man an die biblische Prophezeiung, die Letzten werden die Ersten sein, glaubt? Er ist anfangs immer ein bisschen nervös. Aber später im Rennen, dann rollt er das Feld von hinten auf. Naja. Was sagen Sie denn dazu, Dr. Heilmann? Ich bin nur wegen der Kinder hier. Und als letztes Pferd in der Startaufstellung... Ich kann den Professor nicht finden. Paloma, geritten von Christian B. Zoller. Die letzten Wetten können noch abgeschlossen werden. Achtung, es geht los! Die 4, die 6, die 7, die 3, die 2. Zu machen. Die 1 hier als letzter, bitte. Darf ich mal? Das ist die falsche Richtung. Die Startmaschine ist da drüben. Ach, es geht gleich los und Simoni ist noch nicht da. Vielleicht hat er ja noch mehr Angst vor Pferden als Sie. Roland, könntest du mir aus der Patsche helfen und bei der Siegerehrung einspringen? Ich habe ganz offiziell nur Hintergrunddienst. Der Vordergrund gehört wie immer dir. Darf ich dann wieder? Nein. Eins, bitte rein.
zumachen. Der Sachsenklinik ist gestartet. Die ersten Meter sind absolviert. Noch in der Startkurve liegt... Komm, Ingrid, das Rennen hat angefangen. Mir ist die Lust vergangen. Ist nur wegen eines lächerlichen Huts? Lächerlicher Hut? Da gehen wir einmal weg zum Pferderennen. Wo habe ich denn sonst Gelegenheit, einen solchen Hut zu tragen? Dann sowas. Ein Unikat sollte das sein. Ja, nun... Oh, du gehst zu dieser Siegerehrung und ich bleibe hier. Ohne dich bringen mich keine 10 Pferde dahin. Oh, die Sache mit dem Hut kommt dir wohl sehr gelegen, hattest ja ohnehin keine Lust. Das war Sarahs Idee. Ich mag schon Trube sowieso nicht. Ingrid, ich lade dich zum Trost auf einen großen Eisbecher ein. Ach, so einen großen Eisbecher gibt's ja gar nicht, der mich jetzt noch trösten könnte. Lass dich überraschen. Nähert sich doch eine deutlichere Führungsspitze, ein Führungsduo an Paloma, geritten von Christian Zoller, einem sehr risikofreudigen Jockey, setzt sich an die Spitze. Nicht gefolgt allerdings von Major unserer Startnummer 2, auch hier ein erfahrener Reiter mit Handy. Ja, schön! Gut, Daniela, du hast es, komm! Ja, prima, prima machst du das! Länger lassen! Länger lassen! Schön! Der Favorit, die Nummer 1. Und ein Abwurf hat es gegeben. Swallow geht allein über die Ziellinie. Was ist denn los? Schwer zu sagen. Daniela! Was ist los? Hallo, können Sie mich hören? Oh, mir ist so schwindelig. Bleiben Sie wach, nicht einschlafen. Das nennt man wohl Pech. Ja, und Ihr haushoher Favorit? Swallow war ja auch nichts. Das war höhere Gewalt und hoffentlich nichts Ernstes. Meine Damen und Herren, die Siegerehrung des ersten Rennens verschiebt sich aufgrund des Unfalls von Daniela Seibel. Wir werden Sie schnellstmöglichst darüber informieren. So ein Mist, das ist nur die Mailbox von Simoni. Roland, du darfst mich jetzt bitte nicht im Stich lassen. Kannst du bitte die Siegerehrung übernehmen? Jetzt ist aus dem Hintergrunddienst ein Vordergrunddienst geworden. Ich muss Dr. Brentano unterstützen. Ich bin nur Belegarzt. Tja, wie es aussieht, dürfen Sie wohl dem Pferdchen den Siegerkranz umhängen. Herr Strauber? Ja? Das wäre doch eine ganz wunderbare Idee, wenn Sie den Preis überreichen würden als Gesundheitsdezernent. Das hätte doch Stil, hm? Ja, ja. Wenn Sie mich so darum bitten, gerne. Wunderbar. Ganz ruhig, bleiben Sie liegen. Wo ist Wollo? Der wird gerade eingefangen, ist alles in Ordnung. Wo haben Sie Schmerzen? Ja. Was ist eigentlich jetzt beim Sturz passiert? Ein Unfall beim Aufwärmen. Das ist nur ein blauer Fleck. Das ist kein blauer Fleck, das ist ein ausgedehntes Hämatom. Damit hätte sie gar nicht reiten dürfen. Sie muss sofort in die Klinik. Dr. Brentano, wir brauchen den RTW hier in der Zielkurve.
Tut mir leid, Papa. Mir tut's leid. Ich hätte dich nicht starten lassen dürfen. Otto! Ich habe eben das Dings da gewonnen. Den großen Einlauf. Den großen Einlauf. Nein, Einlauf, nicht Einkauf. Keine Ahnung, wie viel. Welche Zahlen, das erzähle ich dir heute Abend. Und wo seid ihr? Im Heidekrug? Da seid ihr ja nicht mal 5 Kilometer gefahren. Also wenn ihr da versackt, ich hol dich nicht ab. Otto und seine Bikerfreunde. Was ist denn nun das Ergebnis? Naja, weißt du, es wird ja auch manchmal noch ein Pferd disqualifiziert. Was? Ja, kommt schon mal vor. Nicht, wenn ich gewinne. Und hier das offizielle Rennergebnis. Ja! Das gibt's doch nicht. Da tippst du irgendwelche Zahlen und dann... Was heißt hier irgendwelche Zahlen? 237, der 23.7. Ottos Geburtstag. Das bringt Glück. Und? Hämatom in der Leistenbeuge. Aber sie sagt, es war nicht der Schmerz. Er ist plötzlich schwindig geworden. Ist nichts Ungewöhnliches bei der Anstrengung und den Schmerzen sonstiger Erkrankungen, bekannter Allergien? Sie ist kerngesund. Daniela, du musst das sagen. Nein. Sie ist schwanger. Ist das wahr? Fahren Sie mit in die Klinik, ich übernehme hier den Notdienst. Was machst du denn? Willst du das ganze Leben ruinieren oder was? Komm, komm, hau ab, verschwinde, Papa, geh mir aus den Augen. Nicht. Schluss jetzt, wir müssen. Ja und du? Du kannst doch nicht die Arbeit von Jahren einfach so wegwerfen. Für was haben wir denn das alles gemacht? Sie bleiben hier. Nein, ich komme mit. Tut mir leid, zu wenig Platz. Wo fahren die Sie hin? In die Sachsenklinik. Unser geölter Blitz. Na Mensch, das war ja ein Reinfall. Also. Können wir uns ein Eis holen? Ja, geht schon mal vor, ich komme gleich. Also? Ist es nicht besser geworden? Nein. Max fühlt sich plötzlich am ganzen Körper so heiß an. Philipp muss sich das unbedingt ansehen. Der ist aber gerade in die Klinik gefahren. Eine Reiterin hatte einen Unfall. Mist. Ich muss sehen, wo ich Oskar unterbringe, damit ich mit Max in die Klinik kann. Ach. Lassen Sie Oskar doch bei mir. Ich hüte ja sowieso einen Sack Flöhe. Wirklich? Nun gehen Sie schon. Danke. Wie, ich sehe dich in der Klinik. Sie war doch wohl nicht gesund. Das ist der kleine Ausreißer. Der ist doch noch ganz nass. Er holt sich doch was weg. Was hast du denn da? Hol den Tierarzt. Alles wird gut, Zwolo. Alles wird gut. Hm? Bitte recht freundlich. Und wir machen noch eins. Bitte lächeln. Lukas! Das war's, danke. Kommst du endlich? Wir telefonieren dann, ja? Dankeschön. Bis dann. Ciao. Was drängelst du denn so? Wie schön, dass du dich losreißen konntest. Hey, das war rein kollegial. Sagte der Pfau und schlug sein Rad. Ich weiß nicht, wieso du schon wieder so sauer bist. Ich war einfach nur nett und kommunikativ. Ich bin nicht sauer. Ich übe mich gerade im Fremdschämen. Du hast dich das ganze Seminar über verhalten wie ein Gockel mit Profilneurose. Du bist eifersüchtig. Was? Klar, ich kenne diesen Gesichtsausdruck bei dir. Lukas Hund, es ist schlimm genug, dass wir zusammenarbeiten müssen. Aber jetzt will ich bisweilen nichts mehr davon hören. Sonst kannst du zu Fuß gehen. Das hast du doch mit Absicht gemacht. Guten Tag, Dr. Arendt. Daniela Seibel. Wo ist denn der Notarzt? Das ist meine Patientin. Ich habe Notdienst. Was ist mit dir? Daniela Seibel, 22, Reitunfall. Ausgedehntes Hämatom, linke Leiste, flacher Puls, kalter Schweiß, sie ist schwanger. Keine Frakturen? Das hätte ich ja wohl erwähnt. Sie haben ja genug zu tun. Zum Ultraschall. Da spielt die Musik. Meine Damen und Herren, es folgen die Wettquoten für das erste Rennen. Und was bedeutet das jetzt? 3.024 Euro für Sie. Herzlichen Glückwunsch. Oh, das ist ja wunderbar. Charlotte, da kannst du einen ausgeben. Entscheidest du das jetzt, ja? Nein. Natürlich gebe ich einen aus. Los, komm. Sag mal, stehst du noch oder schiebst du schon? Irgendwann bringe ich sie um. Irgendwann.
nicht gesagt, dass der Tank leer ist. Du bist doch gefahren. Die Wagen der Fahrbereitschaft sind immer voll getankt. Ja, dieser ganz offensichtlich nicht. Weißt du, wie peinlich das vor den Kollegen ist? Weißt du eigentlich, wie anstrengend es war, den Wagen über die Kreuzung zu schieben? Ach, hätte ich ihn schieben sollen. Sonst willst du immer der Held sein. Alles in Ordnung. Aber um den Strafzettel kommen sie nicht herum. Aber wieso denn ich? Sie ist doch gefahren. Lukas, das wäre jetzt wirklich mal charmant. Also gut. Wo ist denn die nächste Tanke? 3 Kilometer. Ich fahre sie hin. Hm. Das nennst du jetzt also Gleichberechtigung, ja? Ja, in ihrer praktischsten Form. Ach, bringst du mir noch einen Schokoriegel mit? Vorsicht, jetzt wird es ein bisschen kalt. Ja, was ich befürchtet habe. Das Hämatom hat sich weiter ausgebreitet. Wenn es größer wird, müssen wir entlasten. Sonst könnte es innere Einblutung geben. Und das Kind? Moment. Da ist es. Wo? Hier. Das ist der Eileiter, die Gebärmutter und der kleine Punkt da. Ich druck's ihn aus. Seit wann? Seit einer Viertelstunde. Und das erfahre ich erst jetzt? Sie waren doch bei der Untersuchung. Das Hämatom müssen wir weiter beobachten, aber mit dem Kind ist alles in Ordnung. Ich bin gleich zurück. Was ist mit Max? Fieberkrampf, aber er scheint gut auf das krampflösende Mittel anzusprechen. Ist er auf der Kinderstation? Das ist absolut nicht nötig. Das entscheide ich. Zweifeln Sie an meiner Diagnose? Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen zur Siegerehrung des Hauptrennens. Aua! Oh. Entschuldigung, Frau Marquardt, würden Sie vielleicht doch lieber... Entschuldigung, ich kann nicht. Wir freuen uns, dass der Preis des Derbys, für das die renommierte Sachsenklinik die Schirmherrschaft übernommen hat, zugunsten einer Stiftung krebskranker Kinder geht. Die Siegerehrung wird jetzt vorgenommen durch die Verwaltungsdirektorin, Frau Sarah Marquardt. Bitte schön. Sei ihr im Siegerkranz. Und Sie, ich übernehme das für Sie, wenn Sie möchten. Ja? Das wäre sehr nett. Dann geben Sie mal her. Das war ja geradezu heldenhaft. Also irgendwann büßen Sie noch mal für Ihre Schadenfreude, Kaminski. Freuen Sie sich gar nicht? Weiß nicht. Wie weit ist Dr. Brontano mit der Untersuchung gekommen? Er war gerade beim Ultraschallbefund. Hallo nochmal, Dr. Arendt, Gynäkologe. Ja. Er hat gesagt, mit dem Kind sei alles in Ordnung. In der wievielten Woche bin ich? Siebte, achte Woche circa. Was ist denn? Ich werde Ihnen das ganz genau ausmessen und Sie dann gynäkologisch untersuchen. Einverstanden? Danke. Was ist mit Swallow? Eine Verletzung am Huf, der Kronrand ist eingerissen, aber das ist nicht weiter schlimm. Wiedersehen.
Ja, Dani kommt bald wieder. Alles wird gut. Hm? Wird alles gut. Bald ist sie wieder da. Mein Schöner. Herr Seibel, ich habe es gerade vom Tierarzt gehört. Soll ich mal nach dem Huf sehen? Bin gleich wieder da. Du hast hier nichts zu suchen. Können wir bitte mal reden? Hier gibt's nichts zu reden. Daniela wollte es Ihnen nach dem Rennen sagen. Was? Dass sie ihre Karriere hinschmeißt? Dass wir uns lieben. Ach, nennst du das Liebe? Sie um alles zu bringen, wofür sie die letzten Jahre gearbeitet hat. Ich wusste nicht, dass sie schwanger ist. Und was entschuldigt das, was? Das war keine Entschuldigung, aber egal, wie sich Daniela entscheidet. Das ist überhaupt nicht egal. Das ist nicht irgendein Hobby. Hier geht's um ihre Existenz, um ihre Zukunft. Ein Kind austragen, ein Jahr nicht im Sattel, das ist das aus. Ist das so schwer zu verstehen? Weg hier. Aber es ist Danielas Entscheidung. Die ist 22. Weißt du, wie hart sie für das alles gearbeitet hat? Ja. Nein, das weiß ich überhaupt nicht. Wie lange kennt ihr euch? 3 Monate? Meinst du, ich bin blind, kenne meine Tochter nicht? Stellst dich hin, redest von Entscheidung, Liebe. Ja? In Wirklichkeit sagst du, ich will das Kind. Ich will nur, dass ich Daniela frei entscheiden kann. Frei entscheiden? Wie wär's mal mit Verantwortung? Okay, sie wird Mutter. Du machst weiter in deiner Schmiede. Unterwegs von Stall zu Stall, von Rennen zu Rennen. Und Daniela? Sie ist ein Ausnahmetalent. Die Ställe werden sich darum reißen, sie als Reiterin zu buchen. Stattdessen sitzt sie da mit ihrem Kind und in Windeln. Nein. Ganz bestimmt nein. Ich werde das einfach nicht zulassen. Ja, und ich werde nicht zulassen, dass Sie das bestimmen. Verschwinde aus unserem Leben. Kommt gar nicht in Frage, dass du ihn mit nach Hause nimmst. Ich kümmere mich gleich um mein Bett auf der Kinderstation. Niklas hat gesagt. Er ist Arzt, genau wie du. Wenn in der nächsten Stunde kein neuer Kampf auftritt und das Blutbild in Ordnung ist, dann... Er ist mein Sohn. Ich entscheide, wie er behandelt wird. Geht es dir hier um Max oder ist es, weil Niklas die Entscheidung getroffen hat? Ein Fieberkrampf kann zig Ursachen haben. Ich bestehe auf stationärer Beobachtung und einem EEG. Der Fieberkrampf kann auch ein Hinweis auf eine Meningitis oder Enzephalitis sein. Dafür gibt es differenzialdiagnostisch absolut keinen Grund. Den Symptomen nach war es ja auch kein atypischer Fieberkrampf. Vielleicht haben Sie was übersehen, Herr Kollege. Übersehen? Obwohl er sieht, was bei Daniela Seibel. Wer gibt Ihnen das Recht, sich in meine Arbeit einzumischen? Ich bin der diensthabende Arzt und übernehme ab sofort die weitere Behandlung der Patientin. Dr. Heimann hat mir den Fall übertragen. Sie haben der Patientin, Ihrem Fall, gesagt, dass alles in Ordnung wäre. Gewebsveränderungen der Gebärmutter. Ich habe die Stelle für Sie markiert, nur zur Kenntnisnahme. Philipp? Verdammt. Auf die Siegerin! Das bin ich. Ja. Und auf die Verlierer. Das sind wir. Aha. Cyrano. Das ist ja ein klassisches Nomen est Omen. Cyrano de Bergerac war ja bekannt für seine lange Nase. Die haben nun Sie als stolzer Besitzer des Verliererpferdes. Kleiner Augenblick, bitte. Musste das jetzt sein? Jetzt haben Sie sich's aber endgültig verdorben mit dem Gesundheitsdezernenten. Wieso? Er hat doch selbst gesagt, das Pferd hätte sein Temperament. Aber das sah doch eben schon wieder nach einem Krampf aus. Was ist denn jetzt mit den anderen Bildern und den Laborwerten von Frau Seibel? Und warum dauert das so lange? Weißt du, wo Dr. Arendt ist? Ja, ist schon gut. Schwester Yvonne ist gerade gekommen. Geben Sie her. Was soll ich eigentlich Dr. Arendt geben? Und jetzt sehe ich mir das an. Danke. Und was ist, wenn er danach fragt? Dann sagen Sie ihm, dass ich das jetzt überprüfe. Philipp, was soll denn das? Also nicht jetzt. Du kannst doch nicht einfach Niklas' Fall an dich reißen. Soll ich das etwa auf mir sitzen lassen? Ein Fehler? Und morgen bei der Visite schmiert Arendt es Heilmann dick und fett aufs Brot. Dann kann ich den Oberarzt vergessen. Du hast einer Patientin was Falsches gesagt, Philipp, das ist passiert. Aber das ist dir anscheinend egal. Du bist doch nur wütend, weil es Niklas war, der den Fehler bemerkt hat. Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Philipp, hörst du überhaupt, wie du mit mir redest?
Was ist? Ist alles in Ordnung. Sie wollen nur das Hämatom beobachten. Dem Kind ist nichts passiert. 7. oder 8. Woche. Und nun? Schaffen wir das? Willst du's? Aber wie? Ich habe absolut keinen Plan. Ich auch nicht. Was ist das? Nichts. War er das? Ja, aber... Das darf er nicht. Das tut mir leid, das darf er nicht. Er hat wirklich nur Angst um dich. Und ich auch. Das mit dem Kind, das müssen wir nicht jetzt entscheiden. Ich meine, das musst du nicht jetzt entscheiden. Wir müssen uns unterhalten. Ich habe da einen problematischen Befund. Ist was mit dem Kind? Dr. Pontano sagte doch, es sei alles in Ordnung. Er ist mein Freund. Mit dem Kind ist alles in Ordnung. Aber möglicherweise gibt es ein ernsteres Problem mit Ihrer Gebärmutter. Ich erkläre es Ihnen. Krebs. Um das festzustellen, werden wir eine Biopsie machen und danach entscheiden, ob wir das erkrankte Gewebe sofort entfernen. Und das Kind? Bei einem Eingriff besteht natürlich immer ein Risiko. Wenn wir nach einem positiven Befund das Gewebe entfernen müssen, müssen wir auch einen Schwangerschaftsabbruch in Betracht ziehen. Gibt es keine Alternative? Je schneller wir das operativ klären, umso größer sind die Chancen, dass Sie gesund werden. Ich schicke Ihnen jetzt unsere Anästhesistin, Frau Dr. Globisch, und dann machen wir sofort die Biopsie. Ich muss bitte noch einen Moment drüber nachdenken. Natürlich. Falk? Ich will dich nicht verlieren. Sie liegt in Zimmer 12. Zimmer 12. Herr Seibel, einen Moment noch. Der Arzt ist gerade bei Ihrer Tochter. Da ist er. Was ist mit meiner Tochter? Dr. Arendt, einen Moment bitte, Herr Brenner. Mhm. Wir brauchen noch erweiterte Blutwerte von Frau Seibel und bitte einen Papptest vorbereiten. Ein Papptest? Aber das ist doch nur ein blauer Fleck. Das Hämatom ist nicht das primäre Problem. Aber das muss Ihnen Ihre Tochter bitte selbst sagen. Ist es ernst? Das können wir definitiv erst nach einem Eingriff klären. Ihre Tochter hat verständlicherweise Bedenken wegen ihrer Schwangerschaft. Nee, da gibt's nichts zu bedenken. Ich rede mit ihr. Was habe ich dir verdammt nochmal gesagt? Ich will dich hier nicht sehen. Aber ich will, dass er hier ist. Und du schlägst ihn nie wieder. Ist schon in Ordnung. Der Arzt wollte es mir nicht sagen. Was hast du? Eine Veränderung an der Gebärmutter, die Sie untersuchen wollen. Da
Das lässt du machen, hörst du? Egal, was er dazu sagt. Nein. Es geht auch um unser Kind. Ich könnte es dabei verlieren. Nein. Das geht auch um dein Leben, verstehst du? Deine Mutter ist an Gebärmutterkrebs gestorben. Was? Ich dachte bei meiner Geburt. Es war danach. Sie wollte dich austragen. Sie hat die sofortige Operation abgelehnt. Sie wollte dich unbedingt haben. Ich habe nicht widersprochen. Ich habe das zugelassen. Ja, in der Nacht. Daniela, jetzt habe ich nur noch dich. Lass dich operieren, bitte. Papa. Die Biopsie in OP2 verschiebt sich etwas. Dr. Arendt hat noch einen Kaiserschnitt. Ach ja, und vorab soll noch ein Papptest bei Frau Seibel vorgenommen werden, ja? Danke. Bring bitte Frau Seibel in Behandlungsraum 1. Ich übernehme den Papptest. Könntest du das bitte mit Dr. Arendt abstimmen? Nein. Philipp. Das war keine Bitte, Hans-Peter, das war eine Anweisung. Jetzt verkehren wir hier nur noch über Anweisungen. Hm? Sag mal... Moment. Ich sage dir das mit allem gebührenden Respekt als Pfleger. Das Pflegepersonal ist nicht der Prügelknabe für deinen Kompetenzstreit. Ich bin jetzt im Behandlungsraum 1. Und da ist umgehend auch Daniela Seibel. Wie wär's doch mal mit einem vielen Dank, Lukas? Immerhin habe ich dir 2 Schokoriegel mitgebracht. Ja, aber genau die kann ich absolut nicht ausstehen. Das weißt du. Das habe ich auf dem langen Weg total vergessen. Entschuldige. Bist du eigentlich immer noch sauer wegen der Kollegin vorhin? Quatsch. Mir ging's ums Seminar. Ja, das war doch toll. Tja, ich hatte das Gefühl, ich bin auf einem Selbstvermarktungsseminar für Kriminalhauptkommissar Lukas Hund. Ich hätte da mal so ein Fallbeispiel. Ich habe da mal in Weimar dies und das vollbracht. Ich. Ja, aber ich habe dich doch auch erwähnt. Eben. Erwähnt. Weißt du, ich bin deine Partnerin und nicht etwas, das man einfach mal so erwähnt. Gut, ich hab's vielleicht ein kleines bisschen abgekürzt, aber es ging doch auch um die Fälle und nicht um uns als Person. Also, ich verstehe dich nicht. Bitte sehr. Ja? Es war trotzdem heute ein zauberhafter Nachmittag. Jetzt beschließen wir ihn mit einem guten Essen. Ja, aber ohne Hut. Du kannst dich doch mit Frau Gauss absprechen. Absprechen? Mach mich doch nicht lächerlich. Jedenfalls möchte ich ihn noch einmal an dir sehen. In diesem Restaurant trägt bestimmt keine Frau einen solchen Hut. Ach, Gernot, es gibt 2 Dinge, die eine Frau nicht teilen will. Nicht ihren Mann, nicht ihren Hut. Na dann, weg damit. Was passiert? Nein, nein. Mir geht's gut. Ach, mein Nacken. Wir brauchen einen Arzt. Ich bin Arzt, Professor Simoni. Rufen Sie die Polizei. Ich bin die Polizei. Katza, mein Name. Ich rufe die Kollegen. Katza, Kripo Weimar. Können Sie aussteigen? Ich glaube schon. Vorsicht. Wahrscheinlich nur eine Blockade. Drehen Sie sich bitte um. Wenn ich jetzt sage, atmen Sie tief ein und dann tief aus. Jetzt. Er ist ein bisschen wehleidig. Meine Frau fährt Sie in die Sachsenklinik zum Röntgen, vorsichtshalber. Ja, vielleicht ist ja doch noch was. Ich kann das nicht sagen. Wenn es sein muss, dann machen Sie das Kind weg. Fällt es dir leichter zu sagen, dann lieber sterbe ich? Es geht hier nicht mehr um das Kind. Es geht darum, dass du lebst. Es geht auch um mein Kind. Ja. Genau das hat deine Mutter auch gesagt. Ich wäre nicht da, wenn sie sich nicht so entschieden hätte. Wir haben uns beide entschieden. Deine Mutter und ich, wir beide zusammen. Und, war das falsch? Nein, nein, nein. Konnte ja keiner ahnen, dass sie daran sterben wird.
habe deine Mutter wirklich sehr geliebt. Jetzt habe ich nur noch dich. Dann hilf uns. Bitte. Wir lieben uns auch. Das versuche ich ja, aber ich weiß beim besten Willen... Frau Seibel? Jetzt schon. Ja, es geht um eine Untersuchung vor der Operation. Herr Seibel, wenn Sie bitte draußen warten könnten. Du machst es schon. Entschuldigen Sie bitte. Herr Strauber, ist denn alles in Ordnung? Ja, ja, es geht schon. Sie haben doch Krämpfe. Ein wenig. Im Darm? Nein. Im Unterleib? Das ist eine medizinische Beratung. Das geht schon eine ganze Weile so. Mal mehr, mal weniger. Ich habe auch Probleme beim Wasserlassen. Ein ausstrahlender, stechender Schmerz im Harnleiter. Ja, genau. Klassische Blasensteinsymptome. Ach du meine Güte. Muss ich da in die Klinik? Lieber Herr Strauber, bevor wir ganz entgegen Ihren Sparsamkeitsbemühungen die große Technik auffahren, würde ich ein altes Hausmittel präferieren. Ach, was ist das? Ich hätte gern ein großes Bier mit einem Bierwärmer. Bitte was? Na, so ein kleiner Zylinder mit heißem Wasser, den man ins Bier taucht. Haben wir nicht. Dann bringen Sie das Bier bitte in einem Topf mit heißem Wasser. Danke. Ein Blasenstein, Sie Ärmster. Bei meinem Otto hat das auch geholfen. Ja, ja, aber du hast ihn ja auch noch die Treppe rauf und runter hüpfen lassen. Mhm. Erst das Bier, dann das Hüpfen. Und wenn Sie der Stein dann nicht auf natürlichem Wege verlässt, dann zeigen wir ihm die Instrumente. Zum Wohl. Was war das jetzt für ein Test? Ein Nachweis, wie stark die Veränderungen an Ihrer Gebärmutter sind. Und warum machen Sie das jetzt? Ich würde gern sicher gehen, ob ein Eingriff in diesem Stadium überhaupt notwendig ist. Sie waren sich auch sicher, dass da gar nichts ist? Ja. Es tut mir auch wahnsinnig leid, dass ich das nicht gleich auf dem Ultraschall gesehen habe. Wenn wir die Operation verschieben könnten, wäre das sicherer für Sie beide, für Sie und das Kind. Das Hämatom? Legen Sie sich bitte mal hin. Ich sehe mir das noch mal an. Warum haben Sie mir eigentlich nicht gleich gesagt, dass Sie schwanger sind? Ich wollte nicht, dass mein Vater es so erfährt. Mhm. Spüren Sie hier was? Ja. Da hat sich eine sehr starke Spannung durch das nicht abfließende Blut aufgebaut. Das Blut sucht sich jetzt einen Weg. Und es besteht die Gefahr, dass es sich nicht verteilt, sondern nach innen zu bluten beginnt. Notfalls müssen wir das Hämatom operativ entlasten. Ja, aber da ist doch... Ja, da ist auch die Gebärmutter. Kann dem Baby was passieren? Es bleibt ein Risiko. Aber ein weitaus geringeres als bei der anderen Operation. Das geht alles so schnell. Das Kind und die Krankheit und das da. Und alle reden auf mich ein und jeder sagt was anderes. Ich will doch das Kind. Aber ich will nicht sterben. Das macht mir alles Angst. Wem soll ich denn jetzt glauben? Ich verstehe das. Ich beeile mich mit den Ergebnissen des Tests. Ich sag Bescheid, dass man sie zurück aufs Zimmer bringt. Die Patientin für den Kaiserschnitt ist dann soweit. Ja. Herr Kollege? Der Papptest von Daniela Seibel. Wie kommen Sie dazu? Nur leichte bis mäßig stark ausgeprägte Zellveränderung Stufe 3. Ich habe Sie was gefragt. Ein Eingriff ist momentan unnötig und gefährdet den Embryo. Welcher Teil Ihrer Selbstdarstellung ist das jetzt? Ich bin hier der bessere Arzt. Einen Fehler korrigiert man nicht, indem man noch einen macht.
Ein Eingriff wäre verfrüht. Er wäre falsch. Niklas, wir warten. Ich werde nicht mit Ihnen darüber diskutieren. Und ich werde das nicht zulassen. Was? Daniela Seibel wird nicht operiert. Wenn Sie sich noch einmal in meine Fälle einmischen, dann fange ich auch an, den Stein in den Weg zu legen. Also die Art, wie ihr hier miteinander umgeht. Wir, er. Nein, auch du. Du solltest dir die Testergebnisse noch mal ansehen. Es geht ihm doch überhaupt nicht um die Testergebnisse. Ihm geht's nur um sein Ego. Niklas, lass diese Hahnkämpfe. Es geht in erster Linie um eine Patientin. Dankeschön. Genau darum geht's. Komm, wir haben jetzt eine OP. Wird operiert? Ja, Sie untersuchen noch irgendwas. Dieser Krankenhausgeruch. Daniela war 12 und hatte eine ganz schwere Stirnhirnveralterung. Hab sie in die Klinik gefahren, hab gewartet, bis die Operation vorbei ist und bin dann zum Rennen. Bei dem sie den Unfall hatten und mit der Rennreiterei aufhören mussten. 267 Siege, bester Jockey, bester Stall. Daniela hat es mir erzählt. Ja, aber deswegen ist sie mir nichts schuldig, falls sie das denken. Sicher? Sie wollte immer Reiterin werden. Ich war zuerst dagegen. Aber als ich gesehen habe, wie gut sie war, dann... Sie war so gut, dass es sich gelohnt hat, hart zu ihr zu sein. Training ohne Härte und Disziplin, das bringt nichts. Und jetzt bin ich dazwischen gekommen. Dazwischen, ja. Irgendwie schon. Also ein Kind so zu verlieren, das ist hart, aber... Ich meine, wir beide wollen doch nicht, dass sie stirbt, oder? Natürlich nicht. Und dafür werde ich alles tun, alles. Ihre Tochter ist jetzt wieder auf ihrem Zimmer. Nur, dass wir uns richtig verstehen, das ist meine Tochter. Das ist mein Kind. Sie möchte auch Sie sehen. Das ist zur allgemeinen Beruhigung vor der Operation. Aber Dr. Brentano wollte doch noch diesen Test abwarten. Dr. Brentano? Dr. Arendt operiert. Ja, aber das Kind. Falk. Die Operation findet nicht statt. Was? Ich habe mir die Aufnahmen noch mal angesehen. Die Lage des Embryos, die Gewebeveränderung. Eine Biopsie in diesem Stadium wäre hochriskant und wahrscheinlich ohne Verlust des Embryos unmöglich. Also keine Operation. Wir werden die Entwicklung beobachten und... Beobachten? Was beobachten? Wie der Krebs in ihr wächst? Die Gewebeveränderung kann durchaus auch gutartig sein und sich sogar zurückbilden. Nein, nicht nochmal. Wie bei deiner Mutter. Beobachten, warten. Wie ist das ausgegangen? Hm? Sie wird operiert. Und zwar sofort. Herr Seibel... Und wenn es wirklich eine Chance ist? Eine Chance worauf? Dass sie wie ihre Mutter stirbt? Ich bestehe auf die Operation. Wo ist dieser andere Arzt? Egal, was er Ihnen gesagt hat. Die Operation ist gestrichen. Und das haben Sie veranlasst? Ja. Und jetzt möchte ich mir noch mal das Hämatom ansehen. Wenn Sie bitte draußen warten würden. Hören Sie mir nicht zu? Sie wird operiert. Und zwar jetzt, sofort. Herr Seibel, bitte. Das ist mein Kind, das ist meine Entscheidung. Papa. Herr Seibel, bitte gehen Sie jetzt. Nein, ich bleibe so lange hier, bis sie operiert ist. Kommen Sie, ich bringe Sie hinaus. Fassen Sie mich nicht an. Daniela, hörst du, du musst operiert werden. Bitte, du musst. Nimm mich hier weg, Falk, bitte. Der Chef hat noch einen Bierwärmer gefunden. Oh. Ich hoffe, es reicht so. Wunderbar. Vielen Dank. Okay. Ja, wohltemperiert. Aber wie das schon aussieht.
Bitte sehr. Das ist ja wirklich warm. Na los, trinken Sie! Sie können auch gerne zu uns in die Klinik kommen. Dr. Kaminski ist ein exzellenter Operateur. Tja, aber so eine Operation, die ist nicht ganz ohne. Und oft mit Schmerzen verbunden. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Und jetzt weg damit, Strauber. Nur dem wird befohlen, der sich nicht selber gehorchen kann. Herr Kaminski ist auch von Nietzsche. Na dann Prost! 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 Prost. Oh. Niemand hat behauptet, dass es ein Genuss ist. Wahrlich nicht, wahrlich nicht. Und wieder ein neuer Erdenbürger. Sprichst du jetzt mit Dr. Montano? Katrin. Du sprichst mit ihm. Arend? Was? Ich komme gleich. Ich werde mit ihm reden, da kannst du Giftkopf nehmen. Er hat gerade eigenmächtig die Operation von Frau Seibel abgesagt. Roland, hier ist Katrin. Ich glaube, wir haben ein Problem. Bitte. Ich hol gleich die Medikamente für den Kleinen. Das wird Ihnen noch leid tun. Sie spielen nicht mit dem Leben meines Kindes. Das tue ich nicht. Herr Seibel, wir können jederzeit darüber reden, aber vernünftig. Worüber denn? Dass Sie meiner Tochter eine Behandlung verweigern? Niemand verweigert etwas. Ich werde mich beim Chefarzt beschweren. Das ist Ihr gutes Recht. Ich möchte den Chefarzt sprechen. Ja, gleich. Nein, sofort bitte. Ja. Und du willst also wirklich mit ihm nach Hause? Es gibt keinen Grund, warum er hier in der Klinik bleiben sollte. Ja, gut. Ist Dr. Heilmann im Haus? Er braucht nur regelmäßig seine Antibiotika. Mhm, noch nicht. Ja. Dr. Heilmann ist unterwegs. Alles wird gut. Haben Sie gehört? Ja. Ich habe deine Medizin vergessen. Mama ist gleich wieder da. Die Medizin für Max. Was fällt Ihnen ein, die Operation meiner Patientin abzusagen? Ich habe es Ihnen mitgeteilt, Punkt um. Das kann mir der Chefarzt sagen, der Oberarzt meinetwegen, aber nicht Sie. Wissen Sie, was ich glaube? Ihr Ego kommt damit nicht klar, dass Arzu Sie nicht will. Ihr Ego kommt nicht damit klar, dass ich der gewissenhaftere Arzt bin. Die abgesagte OP, die wird Ihnen auch leid tun. Was hast du gemacht, Philipp? Das Richtige. Das Richtige? Dr. Allwissend hat eine falsche Entscheidung getroffen. In deinen Augen ist alles, was Niklas entscheidet, falsch. Das war nicht persönlich. Das habe ich eben gehört. Dr. Brentano, Dr. Heilmann ist eben gekommen und erwartet Sie. Das geht so nicht weiter, Philipp. Du machst alles kaputt. Alles. Ihr Kind erst wieder, wenn meine Tochter operiert worden ist. Und keine Polizei. Sagen Sie das Ihrem Mann. Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen! Max! Diesen Befund haben Sie übersehen. Max wurde mit einem Fieberkrampf eingeliefert. Ich hätte ihn danach noch geprüft. Hätte, könnte, würde ist keine Option für einen Arzt. Und Sie haben mit einer Patientin über eine mögliche Operation geredet, bevor die konkreten Laborergebnisse vorlagen? Die Gewebeveränderung stand fest. Eine Biopsie war geboten. Nein, nicht so, wie es sich nach dem Papptest darstellt. Den ich im OP machen wollte. Den Sie vorab hätten machen müssen. In dem Punkt hat Dr. Brentano recht. Er hat die richtige Entscheidung getroffen. Aber die Art und Weise, wie Sie beide mit diesem Fall umgegangen sind, ist nicht hinnehmbar. Ich weiß, dass es zwischen Ihnen Probleme gibt, aber die haben hier in der Klinik nichts zu suchen. Wenn Sie das nicht umgehend klären, müssen wir eine grundsätzliche personelle Lösung finden. Er hat Max entführt. Was? Wer? Der Vater dieser Patientin, deren OP du untersagt hast. Das kann nicht sein. Doch. Entweder sie wird operiert oder er tut Max was. Wir müssen die Polizei verständigen. Nein, er hat gesagt, keine Polizei. Wollen Sie allein eine Lösung finden? Ich rede mit seiner Tochter. Vielleicht kann sie ihn zur Vernunft bringen. Wo ist sie? Sie hat die Klinik verlassen. Ihr Freund hat sie mitgenommen. Und jetzt? Was machen wir denn jetzt? Was ist denn passiert? Max ist entführt worden. Was?
Wir sollten jetzt die Polizei rufen. Hat der Entführer sich schon gemeldet? Herr Brenner, warten Sie bitte draußen. Wir müssen uns unterhalten. Natürlich. Eine Krankenakte muss ich doch einlegen. Ich bin erleichtert. Das ist nur eine Staubung. Na, siehst du. Hier ist dann der Befund für Ihren Hausarzt. Dr. Heilmann, Sachsenklinik. Es geht um einen Fall von Kindesentführung. Was? Na, das ging ja schnell. Der Entführer ist mit einem Wohnmobil unterwegs. Das Kennzeichen. Ich habe mich darauf geachtet. Es ging alles so schnell. Vielleicht ist es ja auf ihn angemeldet. Dann kriegt er das Kennzeichen über die Meldestelle. Alles klar. Okay, die Kollegen arbeiten an einer Fangschaltung fürs Festnetz. Aber wenn der Entführer Sie übers Handy kontaktiert, dann müssen Sie möglichst lange in der Leitung halten, damit wir sein Handy orten können, ja? So wie Sie mir die Gründe geschildert haben, handelt er im Affekt. Es ist unwahrscheinlich, dass er Ihrem Kind was antun wird. Aber wenn Max in 4 Stunden seine Medizin nicht erhält und sein Fieber steigt und er wieder einen Krampf bekommt. Unser Sohn ist in Lebensgefahr. Trotzdem müssen wir irgendwie auf Zeit spielen. Sie haben für heute schon genug versaut. Kollegen, das ist kein Zeitpunkt für Befindlichkeiten. Ich lasse den OP fertig machen. Was? Wir müssen Herrn Seibe glauben lassen, dass tatsächlich operiert wird. Das ist gut. Wenn er wissen will, ob Sie auf seine Forderung eingehen, dann muss er herkommen. Ja, aber seine Tochter ist nicht da. Lukas, haben wir die Adresse von Daniela Seibels Freund? Ja, haben wir. Seine Schmiede ist ein ganzes Stück außerhalb. Ach so. Wir könnten hinfahren und versuchen, sie hierher zu bringen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Es geht doch gar nicht anders. Er wird dich anrufen, hier in der Klinik. Aber das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Sie hat recht. Was ist das bloß zwischen Ihnen beiden? Eine Scheißgeschichte. Bin gleich wieder da. Was willst du denn hier unten? Du musst dich doch schonen. Ich wollte bei dir sein. Außerdem ist es schon viel besser. Lass uns zurück in die Klinik fahren. Ich kann doch hier nichts für dich machen. Nein, da will ich nicht hin. Bleib einfach bei mir. Aber wir können doch nicht einfach hier rumsitzen und nichts tun. Als ich im Krankenhaus war, da habe ich mir vorgestellt, wie das wäre. Du an deinem Amboss und da drüben irgendwo unser Kind. Ich will, dass das so wird. Das will ich doch auch, aber... Ohne Aber, Falk. Ich will das entscheiden. Lass mir einfach ein bisschen Zeit. Das mit der Operation, ja. Aber dieser Bluterguss. Ich hatte mal ein Bein, das war erst blau und dann grün und dann gelb und dann hat man nichts mehr gesehen. Ich weiß ja, dass du viel abkannst. Da höre ich doch schon wieder ein Aber. Wenn die da reinstechen, dann ist das auch ein Risiko für unser Kind. Ja, und für euch beide, wenn du dich nicht behandeln lässt. Du behandelst mich doch schon. Bringst du mir noch ein Handtuch mit Eis? Ja. Entschuldigung, das Bier bitte. Ah. Danke. Herr Strauber, wie geht's denn? Na ja. Hier, Nummer 2. Ach nee, muss denn das sein? Ja. Das muss sein. Wo ist denn eigentlich mein Hut? Ich weiß, er gefällt dir nicht, aber anderen schon. Er ist nicht ganz mein Geschmack. Wollen Sie mir plötzlich in den Rücken fallen? Los, her damit. Auweia. Mir reicht's für heute. Komm, also das ist doch jetzt echt nicht dein Ernst. Doch. Du hast Philipp in die Enge getrieben. Das wollte ich nicht. Doch, das wolltest du. Du musst dich damit abfinden, dass aus uns nichts wird. Das hab ich. Dann rede mit Philipp wie ein normaler Mensch.
Frau Seibel? Psst. Sie schläft. Was wollen Sie hier? Frau Seibel muss sofort in die Klinik. Sie will keine Operation. Ihr Vater hat meinen Sohn entführt. Was ist passiert? Er will meinen Mann, Dr. Brentano, damit zwingen, sie zu operieren. Und ich soll jetzt mitkommen und mich operieren lassen? Nein, keine Operation, auf gar keinen Fall. Aber Sie müssen in der Klinik sein, damit Ihr Vater glaubt, dass wir Sie operieren. Sonst bekomme ich meinen Sohn nicht. Was soll ich denn jetzt sagen? Dass Sie in der Klinik sind. Dass wir Sie operieren. Papa? Daniela, ganz egal, was du von mir denkst. Papa, was hast du getan? Hör mir zu, Daniela. Bist du in der Klinik? Bist du? Ja, ich bin in der Klinik. Operieren Sie dich? Ja, Sie operieren mich. Oh, Gott sei Dank. Dann wird alles gut. Dann wird alles gut. Also, Daniela, jetzt gib mir den Arzt. Ich will den Arzt sprechen. Daniela? Hier spricht Dr. Arendt. Was? Wer? Wo ist Dr. Brentano? Dr. Brentano ist bereits im OP. Ich assistiere. Ich will die Operation sehen. Was? Ja, ich weiß, dass das geht. Haben Sie das verstanden? Ja, natürlich habe ich das verstanden. Geben Sie mir seine Handynummer. Philipps Handynummer. 0178. 0178? Ja. 432? Ja. 565. 565. Max, was ist mit Max? Er braucht dringend seine Medizin. Hallo? Was hat er gesagt? Er will die Operation sehen, übers Handy. Kann es sein, dass ich ein Pferd gehört habe? Ja klar, es ist 7:15, da macht er immer den Stall fürs Wallo zur Nacht fertig. Ja, das stimmt. Hey, was ist denn? Fahren Sie Frau Seibel sofort in die Klinik, sie muss untersucht werden. Was machen Sie? Wenn Sie allein im OP stehen, das glaubt Ihnen noch keiner. Dr. Brentano, Ihre Frau hat gerade angerufen. Der Entführer ist wahrscheinlich auf der Rennbahn. Sie ist mit Dr. Arndt schon unterwegs. Aber wir haben ein Problem. Ja? Er will die Operation sehen, übers Handy. Sie müssen ihn irgendwie hinhalten. Daniela und Ihr Freund kommen hierher, aber es kann noch ein bisschen dauern. Christina, komm, wir müssen los. Und wenn ich Ihre Frau richtig verstanden habe, hat Frau Seibel eine Einblutung. Das Hämatom. Das müssen wir jetzt wirklich operieren. Fall Max Brentano. Möglicher Aufenthaltsort des Kindes und des Entführers. Galopprennbahn Leipzig. Ja? Dr. Brentano? Verdammt nochmal, wo waren Sie denn? Ich habe den OP klar gemacht. Geben Sie mir meine Tochter. Das geht jetzt nicht. Sie wird für die Operation vorbereitet. Hören Sie auf, mich zu verarschen! Ich will Sie sprechen! Das dauert noch etwas. Ich will Sie sehen. Dann kommen Sie her. Halten Sie mich nicht für blöd. Sie machen jetzt die Kamera, das Handy an. Ich rufe Sie zurück. Ich will alles sehen. Haben Sie mich verstanden? Jeden Schritt! Aufgelegt. Die Polizei wird jeden Moment dort sein. Ist hier jemand? Herr Seibel? Sind Sie hier? Wo bist du? Vorgeworfen, dass ich dein Leben kaputt mache. Und was macht er? Das ist doch Wahnsinn. Hey. Es tut so weh. Wir sind gleich da. Daniela.
Daniela! Du darfst nicht einschlafen. Daniela! Daniela! Daniela, wach doch auf! Niklas! Dreht sich alles. Hast du Max? Nein. Wir sind hier! Wir brauchen dringend einen Rettungswagen! Warte. Drück kräftig drauf. Nicht so, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja. Das ist doch alles. Hm? Hey, Mann? Ja? Eine Verletzung? Hm. Ich verstehe. Was ist passiert? Ist was mit Asu? Nein, Niklas Arndt. Er hat eine Kopfverletzung mit Verdacht auf Gehirnerschütterung. Und Max? Der Entführer ist nicht mehr auf der Rennbahn. Katrin, ich brauche dich und einen Assistenzarzt hier im OP. Danke. Aber ich kann noch assistieren. Sie halten Kontakt zu meinem Führer. Was ist denn? Du warst plötzlich weg. Ich habe so eine Angst bekommen. Fahr los. Ja, ja. Ihre Kamera an. Wer ist das? Ich assistiere. Ja, aber wollte das nicht dieser Dr. Arendt machen? Das ist eine kurzfristige Änderung. Wo ist Daniela? Sie wird gleich gebracht. Aber Sie halten mich doch nur hin! So eine Operation, die schüttelt man nicht aus dem Ärmel. Zeigen Sie mir Max. Das nächste Mal sehe ich meine Tochter, sonst war's das jetzt. Verstanden? Warum kommen die denn nicht? Sie werden jeden Augenblick hier sein. Kein Patient? Wir kriegen gleich eine Patientin. Hämatom, Verdacht auf Einblutung im Bauchraum. Aber ich habe noch keine Narkosevorbereitung gemacht. Du musst improvisieren. Alles klar. Dr. Peters, Sie assistieren mir. Gibt's was Neues von Max? Das ist ein Wahnsinn. Ja, was ist denn nun? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Sie mich nicht ernst nehmen. Sie spielen mit dem Leben Ihres Kindes. Ist Ihnen das klar? Bitte, bitte. Einen Moment noch. Sie wollen doch nur Zeit schinden. Wo ist meine Tochter? Wir mussten noch ein CT machen. Logisch. Sie kommt gleich. Bitte tun Sie nichts Unüberlegtes. Sie sind da. Sie ist da. Herr Seibel, sie ist da. Er darf nicht wieder auflegen. Herr Seibel, warten Sie. Ich schalte die Kamera zu. Mhm. So. Sehen Sie? Sehen Sie? Legen Sie sie hin. Patrick, Ihre Tochter ist jetzt da. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ganz flacher Puls. Was macht dieser Kerl da? Was hat er da zu suchen? Bringen Sie ihn raus. Kommen Sie bitte. Leichtflüssig bleiben, Herr Strauber. Genauso wie Sie Freudensprünge machen, wenn Sie mir wieder den Etat gekürzt haben. Da hopp sich doch nicht rum wie Rumpelstilzchen. Hoffentlich sieht uns jetzt keiner. Und wenn, dann werden wir einen sehr heiteren Eindruck hinterlassen. Ja, aber mir geht die Puste aus. Es liegt jetzt aber nicht an Ihrem Blasenstein, sondern an Ihrem leichten Übergewicht. Ich sehe schon die Schlagzeilen der Boulevardzeitung.
Gesundheitsdezernent galoppiert durch die Büsche. Unterstehen Sie sich heute noch irgendwas über Ställe, Pferde oder Ausritte zu sagen? Was soll ich denn sagen? Am besten nichts. Gut. Frau Marquardt, ich fühle mich wie neugeboren. Und? Er ist weg. Raus. Raus. Ein Glück. Vielen Dank. Und vor allem, wie kostensparend. Ja. Ich meine, jetzt steht doch einem gemeinsamen Ausritt absolut nichts mehr im Wege, oder? Also, wenn Sie Lust haben. Ja. Herr Salbe, Ihre Tochter ist jetzt im OP. Lassen Sie mich mit ihm sprechen. Aber Sie dürfen sich nicht aufregen. Was ist denn nun noch? Bitte. Papa, bring sofort das Kind her. Daniela, wirst du operiert? Hm? Hör auf. Ich erkaufe mir nicht mein Leben durch das Leben eines anderen Menschen. Ja, ich weiß, aber ich musste das tun. Sonst wärst du doch gestorben, verstehst du? Solange das Kind nicht hier ist, lasse ich mich nicht operieren. Hast du das verstanden? So. Und jetzt bringen Sie meinen Sohn hierher. Wir operieren jetzt. Herr Seibel? Wir müssen. Ich leite jetzt die Narkose ein. Ich will mein Kind, bitte. Wir werden alles versuchen. Ganz ruhig. Herr Seibel? Ganz ruhig. Herr Seibel? Was ist? Ich weiß nicht, da ist irgendwas passiert. Wo ist denn das? Da war ich mit meinen Kindern. Das ist der Museumsbagger an der A38. Sie wollten noch mitkommen. Einen Moment. Wo steht der Wohnwagen? Museumsbagger an der A38? Danke. Ich weiß, wo das ist. Schlüssel. Nix da, ich fahr. Oh. Nicht eben dein persönliches Navi. Ich komme mit. Bitte. Das Hämatom blutet stark nach innen. Saugen. Es wird alles gut gehen. Bis zu diesem Bagger ist es nicht weit. Extrem nah an der Gebärmutter. Ich komme nicht anders ran. Haken einsetzen. Dr. Brentano? Jetzt sofort. Ich bin gleich da. Wer war das? Dr. Arendt wird gerade eingeliefert. Niklas, wieso das denn? Er hat eine Kopfverletzung. Was? Ich übernehme ihn. In Ihrem Zustand? Ich kann das. Aber... Er kriegt das hin. Wir haben hier das größere Problem. Licht! Ihr Kreislauf spielt verrückt. Ihr müsst unterbrechen. Sie warten hier. Oh, Rita? Max. 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 Alles wird gut, mein Schatz. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich mach schon. Und? Er atmet nicht mehr. Geh, mein Schatz. Katzer, Kripo Weimar. Wir brauchen einen Rettungswagen zum Museumsbagger an der A38 dringend. Danke. Max muss in die Klinik. Können Sie mir bitte mal helfen? Ich fahre Sie sofort in die Klinik. Aber Sie sind die Einzige, die sich damit wirklich auskennt. Bitte. Frau Ritter. Flimmert. Nehmen Sie die Hand weg. Mehr kann ich für ihn nicht tun. Ich habe sie gleich stabilisiert.
Wir müssen sehr vorsichtig sein, um die Gebärmutter nicht noch weiter zu komprimieren. Und? Von meiner Seite okay. Ihr könnt weitermachen. Es darf kein Blut in die Gebärmutter einfließen, sonst haben wir verloren. Schere. Sie würden mich am liebsten erwürgen, stimmt's? Kein Schädelhirntrauma, aber die Wunde muss ich nähen. Wir machen es gleich hier, hinlegen. Och, gehen Sie doch endlich ran. Ich habe mich heute schon mal ablenken lassen. Ich habe Mist gebaut. Wir? Also, alles gut. Ich habe ihm seine Antibiotika gegeben. Das Fieber geht runter. Und in der Notaufnahme haben sie dich gleich kontrolliert. Es ist alles gut, wirklich. Oh. Hm. Niklas. Alles im grünen Bereich. Schön liegen bleiben. Danke. Und ich? Ihnen auch. Danke. Niklas. Stillhalten. Au! Was ist mit Frau Seibel? Sie ist auf der ETS und eine Gewebeprobe im Labor. Und das Kind? Wenn es keine postoperative Krise gibt, ist sie in ein paar Monaten wieder hier zur Entbindung. Hey, wie geht's dir? Was ist mit Max? Er ist wieder da. Alles in Ordnung. Er bleibt nur eine Nacht zur Beobachtung. Wir sehen gleich nach ihm. Wir? Philipp und ich. Ah ja. Dr. Brentano und ich. Heute Morgen dachte ich noch, das wird ein geruhsamer Sonntag. Naja, jetzt ist Montag. Ist Ihnen schwindelig? Nein, noch nicht ganz so schnell. Ach so, holst du mal bitte einen Rollstuhl? Nicht nötig. Doch, Anweisung vom behandelnden Arzt. Guten Nacht, Herr. Herr? Herr Oberarzt. Ich dachte, an einen feierlichen Akt, den holen wir nach. Auf Ihre Kosten. Glückwunsch. Danke, Kollege. Und wie geht's dir? Hier. Ab heute wird sie dir immer Glück bringen. Warten Sie, Daniela. Sie dürfen sich nicht aufregen. Was ist mit ihm? Ein kardiogener Schock. Er bleibt zur Beobachtung hier. Die Staatsanwaltschaft entscheidet dann, wann er ins Haftkrankenhaus überführt wird. Ich möchte mit ihm sprechen. Jetzt nicht, tut mir leid. Bitte. Bitte. Aber nur kurz. Du musst mir glauben, ich hab dich so lieb. Sonst hätte ich das nicht gemacht. Das Leben meines Kindes riskieren, Papa, das ist keine Liebe. Ja, ich weiß, das ist Wahnsinn, aber für mich war irgendwie alles zu Ende. Für mich ist auch etwas zu Ende. Was soll das heißen? Lass uns einfach Zeit. Aber ich darf doch wissen, wie es dir geht. Natürlich. Wie es uns geht. Uns dreien. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, weißt du? Hast du getankt? Wann hätte ich das denn tun sollen, ne?
Zum Beispiel, während ich das Einsatzprotokoll geschrieben habe. Darf ich dich daran erinnern, dass ich deinetwegen ein Schleudertrauma habe? Komisch. Ich habe gehört, du hast nur eine leichte Stauchung. Ah, jetzt wo du es sagst. Wir wollten uns noch bedanken. Kein Problem. Ist ja schließlich mein Job. Unser Job. Außerdem haben sie es ja fast allein gelöst. Wie geht's denn dem Kleinen? Alles bestens. Und ihr Halswirbel? Ach, je weniger man fragt, desto weniger leidet er. Alles Gute. Danke. Also ich wollte dir noch sagen... Sag nichts.